Solange du es laut genug sagst, ist es okay. Du Scheiße! Bist... Was ist denn passiert? Ich war schon relativ short, habe irgendwie Astarm im Herz und der französische Everest Pro Valentin, sein Nachnamen weiß ich nicht, will ich auch gar nicht wissen, re-raced irgendwie, raced UTG plus 3 und ich call nur, nach mir kommen noch zwei Caller. Flop geht auf, Ass 5 Bube, Valentin spielt an, ich call wieder, die anderen beiden Caller gehen raus, Turn wieder ein Ass, Valentin checkt, ich stelle rein und er insta-callt und zeigt Pocket 5 zum Full House und ja. Und du nicht? Und ich nicht. Gut, okay. Warum spielst du eigentlich Poker? Weil ich sonst nichts anderes kann und ich kann nicht mal pokern, richtig? ich habe vor 2 Jahren angefangen, mich damit zu beschäftigen, theoretisch, und ja, ich habe eine gewisse Faszination dafür entdeckt. Ich habe das Gefühl, dass ich recht gut geworden bin, immer noch schlecht bin, aber schon deutlich Verbesserung vor 2 Jahren. Und jetzt haben meine Freunde zusammengelegt, meine Frau hat was draufgepackt und dann habe ich hier mein erstes großes Turnier gespielt und bin gleich mal am Tag 1 rausgekommen. Wie ist es für einen völligen Quereinsteiger in einem großen Turnier mal mitzuspielen? Ich hoffe, du redest laut genug, dass man es auch hört. Ich glaube, es ist wie im richtigen Leben. Man nimmt sich das Bestmögliche vor, das Größte, und schafft am Ende wenig, also was bei mir immer. Und ja, es ist natürlich spannend, die Aufregung ist relativ groß, zumal man irgendwie noch kein wirklich großes Turnier gespielt hat. Ja, ist ein bisschen scheiße jetzt so ganz knapp nach dem Ausscheiden. Ja, das will ich ja. Philosophische Fragen beantworten zu müssen, aber... Die Sonnenbrillen hast du auch, um die Tränen zu verdecken. Ja, genau. Das sehe ich auch ein. Ja. Wirst du jetzt noch in einem anderen Event spielen, oder? Ja, ich werde in den nächsten Tagen ein paar kleinere Turniere in Montesino spielen, ein bisschen Cash Game und ansonsten Zeit in dieser wunderschönen Stadt verbringen. Bist du alleine da, oder mit Familie? Nein, ich bin alleine da. Und der Schwung noch mal 20. Ja. Wie ging das denn? Die ging fest davon aus, dass ich heute um 3 nach Hause komme und noch dabei bin. Ich weiß nicht, woher sie den Optimismus nimmt, aber... Gut, um 3 nach Hause kommen, das geht noch. Das geht, auf jeden Fall, das schaffe ich. Ja. Okay, dann reden wir einfach die nächsten Tage, wenn du endlich ein kleineres Turnier groß geworden hast. Danke. Okay, danke dir.